Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim, die Special Edition. Ja, wir sind wieder zurück. Wir haben uns ja letztes Mal unseren Ork erstellt, nachdem wir festgestellt haben, dass wir Gefangene sind. Gefangene auf einem Transport mitten ins Land der Nord, in Skyrim, in Himmelsrand. Und ja, man will hier uns nichts Gutes, wie es scheint. Ich glaube sogar, man will uns allesamt töten. Ja, ich weiß es ziemlich bestimmt, aber das will ich euch ja nicht erzählen. Ja, 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 ich spiele es nicht blind, das wissen wir ja inzwischen auch. Meine Spiele spiele ich nicht blind. Ich kenne bisher alle recht gut, alle meine Projekte, alle meine Spiele, die ich hier auf dem Kanal habe. So, er sieht doch ganz knuffig aus, unser Ork, findet ihr nicht auch? Ja, mit seiner hübschen Rasterfrisur oder was ist das genau? Nicht so wichtig. Möglichst bald wird da ein Helm drauf sein, dann muss sich unsere Umgebung nicht weiterhin so fürchten vor uns. Gut, wir werden auch wieder einen Namen erstellen, na klar. Beenden und den Charakter einen Namen geben, aber sicher, ich werde wieder denselben Namen nehmen wie schon in Oblivion. Warum auch nicht? Unser Ork kann ja auch gerne mal ein paar hundert Jahre leben. Ich weiß gar nicht, wie lange leben Orks. Ich denke aber nicht, mehr als ein paar hundert Jahre, höchstens vielleicht. Ich müsste mich darüber auch mal schlau machen. Ich denke, keine hundert Jahre, oder? Kann mir ja gerne jemand in die Kommentare schreiben, wie lange diese ganzen Rassen eigentlich so leben. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, gut, dann fangen wir mal an. Haskea, genau. Und dann ganz Ork-like. Gro war, glaube ich, klein geschrieben. Das habe ich im Oblivion nämlich falsch gemacht. Die Vorsilbe wird klein geschrieben, dann getrennt. Und dann kommt der Name. Und dieses Mal auch wieder Look. Ne, nicht Lock. Look! Das ist ein Unterschiedsspiel. Tastatur. Ich möchte meinen Namen gerne so. Haskea, Gro, Look. Genau. Ich weiß nicht genau, ob es das wirklich gibt als Orkname. Haskea ist wirklich ein Orkname. Gibt es aus seinem Buch. Das habe ich, glaube ich, auch schon in Oblivion gesagt. Ist aber nichts mit The Elder Scrolls, ist also eine andere Ork-Geschichte. Aber trotzdem finde ich das sehr wohlklingend für einen Ork. Mhm. Gut, dann können wir das annehmen und unser Spiel hier weiterführen. Wird ja auch Zeit. Entschuldigung. Kommt ihr von einer der Festungen, Ork? Wie hat es euch denn hierher verschlagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Amnesie. Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Was? Ich dachte, ihr mögt eure Listen. Befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Orsinium zurückgebracht werden. Ja, danke schön. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Na gut, was soll ich schon tun? Ich bin ja nur ein armer, harmloser Ork. Na gut, dann war's das wohl. Schön war das Leben, an das ich mich nicht mehr erinnere. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten Welch und den ein Frieden schlimmer Kerl. Was? Was war das? Ja, es was war das? Nichts. Weitermachen! Das war doch nicht ja, nichts. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht göttlichen auf Der kann mich mal. Während wir eure Seelen Ethereus übergeben. Um Talos Willen schweigt. Ja. Und bringen wir die Sache hinter uns. Danke. Wie ihr wünscht. Damit ich noch weniger lange zu leben habe. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Genau, ich habe auch was Besseres zu tun. Darf ich gehen? Meine Ahnen lächeln auf mich herab. Oh Gott, ich kann nicht den sehen. Nein, 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 sowas sehe ich mir nicht an. Oh, gar. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Ja, schöne Gerechtigkeit hier. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Ork, ihr seid dran. Was? Warum ich schon? Was zum Teufel ist das? Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Na schön, na schön. Block, Gefangener, schön weitergehen. Könnt ihr nicht wenigstens den Kerl da wegnehmen? Ich meine, das ist doch nicht appetitlich. Oh, oh Gott. Nein, tut's nicht.
Leute, Leute, da ist was. Was zum... Ah! Ach du, meine Güte, lass mich los, lass mich los. Ich will hier weg. Alter! Was tut der denn? Boah. Boah, mir ist übel. Übel. Schnell, schnell. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Ah, verstehe. In den Turm. Oh Gott. Boah. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Nein, allerdings nicht. Oh, der ist da draußen. Hoch durch den Turm. Los. Durch den Turm, okay. Haltet ihr das für eine gute Idee, jetzt nach oben zu gehen, wo dieses Vieh ist? Offenbar ja. Na gut, na gut, na gut. Ja, dann geh doch weiter und back hier nicht rum. Soll ich dich ein wenig schubsen? Ja gut, dann gehe ich eben voran. Ach du Scheiße. Meine Güte. Oh, heiß. 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 Oh. Ja klar, geh ruhig dahin. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Darüber? Das ist doch nur noch eine Ruine. Na gut. Autsch. Weiter geht's, weiter geht's. Ich denke mal hier runter. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo ist der Drache? Wo ist der? Oh, da oben. Er kommt runter. Oh. Oh, Achtung! Oh, meine Güte, ist das Vieh sauer. Du bist doch ein Kaiserlicher. Denkt ihr wirklich, ich vertraue euch nur noch irgendwas? Die Götter mögen euch leiten, Atwar. Na gut, aber vorerst heißt es erstmal hier irgendwie weg entkommen. Oh Gott. Oh, der ist ganz in unserer Nähe. Oh Mann, 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 Mann. Ach du Scheiße. Oh Gott. Der tötet hier einen nach dem anderen. Oh, ja, ja, tötet ihn, los. Schießt ihn ab. Oh, bei ihm sollte ich doch bleiben. Ja, führ mich hier raus, bitte. Das wäre sehr nett. Ich habe hier nichts, womit ich kämpfen kann. Mir sind sogar immer noch die Hände gefesselt. Oh, oh, ach du Scheiße, er ist direkt über mir. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Ach, das ist der von vorhin. Also ich bleib eher bei ihm hier. Ich bleib eher bei meinen Mitgefangenen. Das erscheint mir schlauer. Okay, okay. Hier rein, hier rein. Alles klar. Tun wir, tun wir. Huh. Huh. Also so ein Drache ist nichts Witziges. Oh, da ist er ja. Und nun? Oh, noch ein Toter. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Sieht so aus. Das Ding war ein Drache. Ja. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Okay, das wäre schon mal sehr schön. Hier. Danke. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Na gut. Wenn du es sagst... Was haben wir denn hier? Sturmmantel, Brustpanzer, leichte Rüstung. Nicht so mein Ding, aber besser mal überhaupt irgendwas. Und eine Axt. Das kann ich, glaube ich, hier auch gleich ausrüsten. Stiefel und den Sturmmantelpanzer. Immerhin etwas Rüstung, das ist schon mal sehr gut. Und eine Waffe vor allem. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Habe ich bereits. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Kann ich dir helfen? Die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Alles klar. Oh, er ist immer noch da draußen. Wir sollten uns etwas beeilen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja, klasse. In beide Richtungen versperrt. Das ist ja sehr... Kommt schon, Soldaten. Oh. Geht weiter. Entdeckung. Öffnet dieses Tor.
sicher auch nichts Nettes, so wie die bisher, so wie die uns bisher behandelt haben. Leben ziehen die uns nicht. Los, sterbt! Aua! Komm, komm, komm! Das war schon alles! Komm! Das war schon alles! Oh, stirb! Ich kann auch. Nicht den blauen treffen! Ups! Mist, ich hab doch hier erwischt! Sorry! War keine Absicht! Tut mir leid, tut mir leid! Okay, mal gucken. Ah! Habe ich den Schlüssel erwischt? Sehr schön. Schwere Rüstung. Wunderbar, wunderbar. Das gefällt mir schon besser. Dann haben wir hier noch ein Schwert. Brauche ich ein Schwert? Ich behalte, glaube ich, eher die Axt. Wobei, wie viel Schaden macht die Axt denn? Auch 9. Ja, auch 9. Habt ihr einen Schlüssel gefunden? Ja, habe ich. Versuch die Tür damit. Werde ich gleich machen, nachdem ich hier den... Oh, eine Rüstung. Aber die ist leicht. Ein Helm. Haben wir vorhin auch schon bekommen. Okay, leichte Rüstung will ich nicht tragen. Ich will gerne bei schwerer bleiben. Objekte, genau. Die Menüführung und auch die Steuerung ist ja, wie gesagt, in Skyrim etwas anders als in Oblivion. Deswegen verzeiht mir, wenn ich mich ab und zu verklicke. Das kann öfters mal vorkommen. Ansonsten werde ich dieselbe Rüstung so oft es geht benutzen. Schwere Rüstung und halt einen Zweihandhammer, wenn ich denn demnächst mal was finde. Das kann durchaus noch ein Weilchen dauern. So, jetzt haben wir doch schon einiges an schwerer Rüstung an. Okay, eine kaiserliche Rüstung. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu Verwirrungen. Das wäre schlecht. Aber gut, ich habe ja eh schon unseren eigenen erwischt, aus Versehen mal. Deswegen, ja, es kann nun mal passieren. Kommt, verschwinden wir von hier. Okay. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Finde ich nicht schlecht, diese Idee. Auch werden wir unterwegs natürlich wieder eine Menge plündern und dergleichen. So, ich stecke die Axt vorerst mal wieder weg. Ein wenig schneller vorankommen. Ich glaube, auch hier ist man mit gezogener Waffe langsamer als mit einem Verstauter. Na, klasse. Hierdurch also schon mal nicht. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der alles klar. Alles Oh, das sind wieder andere. Das sind wieder Kaiserliche. Ich bin einer von euch. Ich bin einer von euch. Oh, er scheint nicht drauf reinzufallen. Los, kommt doch, wenn ihr euch traut. Hab ich schon wieder dich erwischt? Das gibt's ja nicht. Ich bin ja echt schlimm. Verwunde ständig meine eigenen Leute. Zaubertränke? Ja, warum nicht? Nehme ich gerne. Haben wir schon Stiefel? Kaiserliche Stiefel, ja. 11 Rüstung. Gut, wobei, es müsste ja eigentlich angezeigt werden, wenn es besser ist. Das ist hier ja auch neu. Da muss man nicht selber gucken. Ja, aber ich könnte mal einen Eisendolch noch mitnehmen. Den kann ich ja dann verkaufen. Nehmen wir das mal mit, das leichte Zeugs. Das kann ich dann alles schön bearbeiten beim Schmieden und verkaufen. Ist doch eigentlich gar keine schlechte Idee. Das kann ich auch mal mitnehmen. Die auch. Das auch. Ich kann ja immerhin schon 300 Pfund, Kilo. Auch hier weiß ich nicht genau, wie viel das ist. Kann ich auf alle Fälle tragen. So, und was auch anders ist, die Lebensmittel, die man hier sammeln kann, sind nicht für Alchemie gut. Ja, auch hier werde ich wieder jede Menge Alchemie machen. Allerdings eher außerhalb der Folge, wie in Oblivion eben auch. Aber die Lebensmittel sind jetzt neu nicht mehr für Alchemie gut, sondern man kann damit wirklich kochen. Ist auch sehr interessant, bringt teilweise auch echt gut was für die Werte. Man kann sich damit sehr gut buffen. Aber, ich glaube... Es ist kein Handwerk. Ja, richtig, es ist ja kein Handwerk. Es ist halt einfach eine schöne Sache, die man nebenher noch so machen kann, um sich ein wenig zu stärken. So, denen habe ich ja frecherweise die Stiefel geklaut und andere Dinge. Was hat es hier sonst noch so Schönes? Windhelmbriefe. Das ist, glaube ich, nicht wirklich was wert. Und auch kein Lehrbuch. Ja, Lehrbücher gibt es natürlich auch hier, wie in jedem der Elder Scrolls Spiel. So, hier haben wir besagte Tränke, die wir sammeln sollten. Haben wir das also gemacht. Es müsste aber, glaube ich, noch mehr rumliegen. Salz zum Beispiel ist hingegen wieder eine Alchemie-Zutat, aber auch fürs Kochen gut. Das Salz werde ich in dem Fall auch wirklich jede Menge einsammeln, alles was geht. Ist hier oben eigentlich irgendwas? Nö. Nö, keine Truhe und nix. Nur weitere Körper und Fässer. Haben wir hier noch was? Jawohl, Zaubertrank der kleinen Heilung. Die werden wir sicher noch benötigen.
Irgendwann, wenn da Drachen und alles da draußen sind, müssen wir uns schon wappnen. Gut, aber von mir aus kann es weitergehen. Dann gehen wir weiter. Gut, in Ordnung. Ja, und zur Perspektive muss ich auch sagen, zum Looten und dergleichen werde ich in die Ego-Perspektive gehen, kämpfen und so. Es ist eine Folterkammer. Oh. Kämpfen werde ich allerdings nur in der Third Person. Oh, Mann. Hier wird ja schon heftig zugeschlagen. Da kämpfen die Sturmmäntel gegen kaiserliche Folterknechte, ja, die nicht sehr erfolgreich waren. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Okay. Die suchen scheinbar ihren Anführer. Gut, wir können hier allerdings wieder jede Menge Sachen einsacken. Jetzt habe ich, glaube ich, was aufgenommen, was ich nicht unbedingt wollte. Kaiserliche Rüstung, glaube ich, eine zusätzliche. Aber auch nicht so schlimm. Aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Tut mir leid, jetzt habe ich ihn ausgezogen. Das will ich eigentlich nicht. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Das finde ich immer ein wenig gemein. Jemanden auszuziehen, ist so ein bisschen würdelos. Das tue ich eigentlich niemandem an. Wenn das nicht gerade wirklich verdient hat. Was Nützliches und dann los. Okay, ich soll wieder nützliche Sachen sammeln. In Ordnung, das hier sieht doch nützlich aus. Das Buch vom Drachenblut. Aha. Bücher und dergleichen. Werde ich euch auch wieder durchblättern. Wenn ihr gerne lesen wollt, könnt ihr das bei mir hier tun. Was ich allerdings nicht tun werde, ist Bücher lesen. Vorlesen. Vorlesen ja nicht gerade meine Stärke. Deswegen tue ich das auch wirklich nur bei Questtexten. Und bei halt wichtigen Briefen oder so zum Beispiel. Mache ich da mal eine Ausnahme und lese es. Ansonsten verschone ich euch damit und erspare uns auch eine Menge Zeit. Die werde ich nämlich auch schon so genug vergeuden. Ich weiß es gar nicht, soll ich das mitnehmen? Ich meine, wozu? Soviel ich weiß, ist das auch Quest-irrelevant. Deswegen lassen wir doch das mal hier. Sparen uns das Kilo. Nehmen lieber den Eisendolch. Und gucken mal, was hier drin ist. Dietriche und noch mehr Heilungstränke. Sehr schön, sehr schön. Gut, weiter kann es gehen. Wir sollen diesen Käfig hier aufbrechen und oh, der sieht aber nicht mehr sehr lebendig aus. Ich fürchte, für den kommt alles zu spät. Ja, wie hier wird uns das Schlossknacken erklärt. Funktioniert anders als in Oblivion und meiner Meinung nach auch viel besser. Ich komme mit der Schlossknack-Variante hier viel besser zurecht als mit der in Oblivion. Ja, hier müssen wir einfach ein bisschen im Schloss rumfummeln. In Oblivion müssen wir ja Stifte hochschalten, damit wir die dann festhalten können. So, ein Zauberbuch. Funken. Das werde ich mir auch doch auch gleich mal ansehen. Bücher. Funken. Können wir nämlich einlesen, dann verschwindet das Buch. Aber wir haben einen neuen Zauber erlernt. Was hast du denn Schönes? Gold. Ich mag Gold. Magikatränke. Und er hat magische Ausrüstung. Die brauchen wir allerdings nicht unbedingt, aber sie ist was wert. Die muss ich jetzt leider auch ausziehen, aber das Gold ist mir da dann doch lieber. Außerdem bist du ja eh schon eine Weile tot. Ich denke, das wird hier niemandem mehr auffallen. Und meine Güte, was haben die hier mit den anderen armen Menschen gemacht? Das ist ja komplett gemein. Ich kann gleich mal noch ein Schloss öffnen. Wenn wir hier schon sind. Können wir das auch gleich ein bisschen üben? Oh, hier ist aber auch wirklich überhaupt nichts mehr zu holen. Das hat sich nicht gelohnt. Na gut, den letzten Käfig lasse ich damit auch in Ruhe. Ja, das Skillsystem in Skyrim ist ja auch deutlich anders als in Oblivion. Gut, deutlich ist jetzt übertrieben, aber ein wenig anders. So, ich denke, ich nehme ja auch mal diesen hübschen Eisenstreitkolben hier, oder nicht? Hatte nicht einer von den anderen einen Stahlstreitkolben? Jedenfalls, das Schild nehme ich mal mit. Solange ich noch keine zweihändigen Hämmer finde, werde ich auf Streitkolben und Schilde zurückgreifen. Was ist das hier? Auch kein Lehrbuch. Bei dem Wert eigentlich kaum. Die müssen dann schon so mehrere zig Gold wert sein, wenn sie ein Lehrbuch sein wollen. Aber auch das können wir kurz durchblättern. Wenn ihr wollt, dann lest ruhig. Tut euch da keinen Zwang an. Gut, ich blättere jetzt vielleicht etwas schnell durch. Ich muss mich da etwas zügeln. Aber ich will halt nicht allzu viel Zeit verbrauchen. Ich will es ja doch auch in einem anständigen Tempo hervorbringen, dieses LP. Ja, gut. Jetzt muss ich nochmal gucken. Bei dem einen hier, der hatte den, glaube ich, auch einen Eisenstreitkolben. Ist aber etwas mehr Schaden. Und wenn ich sowieso schon stumpfe Waffen nehme, kann ich auch gleich mal auf die umgehen. Waffen, Streitkolben, ist ja zumindest ähnlich wie ein Hammer. Und das andere war bei Bekleidung der Schild, ne? Eisenschild hier. So, sehr schön. Gehen wir mal weiter. Ich
glaube, ich habe alles, denn Torniste hier habe ich doch durchsucht. Ja, können wir weitergehen. So, da bin ich. Kann die Waffe eigentlich auch wieder wegstecken. Momentan ist es nicht so gefährlich. Ja, geht's weiter. Ich bin bereit. Wir können weitergehen. Soll ich voran? Nö, er kommt schon. Er nimmt da wieder die Zügel in die Hand. Was sind wir denn hier? Oh, noch mehr Tote. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht schön. Wer tut denn sowas? Skelett kann ich auch durchsuchen. Gold und Knochenmehl? Ja. Vieles ist auch dem Vorgängerspiel durchaus ähnlich. Hier kann ich noch mehr Skelette durchsuchen. Die meisten haben noch Gold dabei. Da frage ich mich auch, warum die Kerkermeister die nicht genauer durchsucht haben. Ich meine nicht, dass ich sowas tun würde. Nein, gar nicht. So, die scheinen hier zurück. Ne, die kommen mit. Sie begleiten uns. Ja, schön. Dann haben wir doch schon einiges an Kampfstärke. Hier scheint es in eine Art Tunnel zu gehen, der hoffentlich nach draußen führt. Oh. Wie der Kaiserliche. Ich bin einer von euch, nach wie vor. Los, stirb. Jawohl, und mit der Waffe kenne ich mich doch schon wieder etwas besser aus. Es ist ein Streitkolben, eine stumpfe Waffe. Oh, dunk, dunk. Da ist er aber schon im Nahkampf. Ja, komm, komm, stirb. Ich werde es dir schon zeigen. Da kriegen wir auch Hilfe. Sehr schön, die erledigen das. Na los, kommt her. Ah, da stürmen die anderen schon vor. Können wir gleich hinterher auch ein wenig zuhauen. Oh, oh. Los. Geh drauf. Nicht genug, nein. Ihr habt uns köpfen wollen, das akzeptiere ich nicht. So, scheint als wären die hier jetzt besiegt. Okay, sie wollen hier Wache halten, auf Ulfric warten. Ich glaube aber nicht, dass aus dieser Richtung noch irgendwas kommt. Aber wenn ihr meint, könnt ihr das doch gerne tun. So, ich muss ein wenig aufpassen, nicht, dass ich zu viel mitnehme. Einen Bogen. Ich denke, ich werde auch einen Bogen mitnehmen, wie in Oblivion auch. Denn ein Bogen kann nie schaden. Wenn man Fernkampf dabei hat, das sollte man schon dringlichst tun. Falls man mal in die Lage kommt und es benötigt. Aber gut, liebe Leute, ich denke, ich mache an der Stelle auch wieder eine Pause. Werde mal kurz zwischenspeichern und euch dann für heute wieder verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.